Moin Moin, ich bin's, euer Flappy. In diesem Video möchte ich einfach mal ein paar Gedanken zu dem Thema Coronavirus freien Lauf lassen. Mittlerweile hat Deutschland über 1000 bestätigte Coronavirus-Fälle. Ein bestätigter Todesfall durch das Coronavirus konnte auch nachgewiesen werden. Ich gehe aber persönlich davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt, denn schließlich ist das Coronavirus relativ schwer nachzuweisen. Bei einer Inkubationszeit von mindestens 14 Tagen, es gab auch Fälle, da wurde es erst nach einem Monat nachgewiesen, ist das wirklich sehr schwer herauszufinden, ob man das Coronavirus in sich trägt oder nicht. Das Witzige an dem Coronavirus ist ja auch, dass man ab dem ersten Tag, wo man das in den Körper drin hat, schon andere Leute anstecken kann. Das heißt, man kann einfach Leute anstecken, ohne dass man was davon merkt. Eigentlich hätte man in Deutschland schon relativ früh auf das Coronavirus reagieren müssen. Als in China schon die Stadt Wuhan schon angefangen wurde abzuriegeln, hätte man eigentlich schon in Deutschland anfangen müssen, die Grenzen soweit durch die Bundespolizei sichern zu müssen, dass jeder, der nach Deutschland einreisen will, da erstmal auf das Coronavirus schon mal grob kontrolliert werden würde. Hätte zwar nicht viel gebracht, aber so hätte das Coronavirus in Deutschland schon deutlich langsamer vorankommen hätte können. So dass wir jetzt nicht bei 1000 Fällen wären. Wenn das so gemacht worden wäre, wie ich das eben gerade gesagt hätte, hätten wir vielleicht nur 500 Fälle. Oder wenn wir ganz viel Glück hätten, nur 100 Fälle. Aber so, dass man jetzt das Coronavirus in Deutschland hat und jetzt anfängt, das öffentliche Leben nach und nach einzuschränken. Dafür ist es meiner Meinung nach viel zu spät. Gestern habe ich ja in den Nachrichten gelesen, dass der Bundesgesundheitsminister geraten hat, dass man Großveranstaltungen ab einer Größe von 1000 Teilnehmern absagen sollte, um das Coronavirus nicht weiter verbreiten zu lassen. Das ist meiner Meinung nach mehr als scheinheilig. Das Coronavirus ist schon in Deutschland so weit angekommen, dass es jetzt schon nahezu unberechenbar ist, wer sich damit infiziert. Meiner Meinung nach kann man auch die Großveranstaltungen so wie es ist weiterlaufen lassen, dass die Großveranstaltungen abgesagt werden. Damit kann man das Virus vielleicht um wenige Tage, wenn nicht sogar auch nur um wenige Wochen verlangsamen. Aber wenn ich optimistisch bin, sage ich einfach mal, 60-70% der deutschen Bevölkerung werden sich mit dem Coronavirus infizieren. Aber das ist meiner Meinung nach noch zu optimistisch. Das, was jetzt in Deutschland so gemacht wird, das kann an Scheinheiligkeit nicht überboten werden. Am Anfang hieß es ja noch, das Coronavirus ist ja nicht so schlimm, wir brauchen da keine versteckten Sicherheitsmaßnahmen machen. Und jetzt auf einmal heißt es, oh, das Virus ist ja doch schlimm, oh, wir müssen das öffentliche Leben einschränken. Damit kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Man hätte es entweder von Anfang an so machen müssen, dass die Verbreitung in Deutschland gar nicht erst so richtig Fahrt aufnehmen konnte. Oder halt gar nicht. Jetzt ist es meiner Meinung nach schon viel zu spät. Jetzt kann man das Coronavirus auch ruhig weiter verbreiten lassen. Das öffentliche Leben kann meiner Meinung nach immer noch so weitergehen. So als ob nichts wäre. Denn die Leute behaupten ja auch immer wieder, das Coronavirus ist wie eine Grippe. Ja, wenn man da die Todesfälle außer Acht lässt, dann könnten die Leute vielleicht sogar ein bisschen recht haben, dass da bei vielen Leuten das so nur wie bei einer Grippe so vonstatten läuft. Einige kriegen halt davon eine Lungenentzündung und sterben dann auch davon, aber das wollen ja die Leute wahrscheinlich nicht wissen. Dass die Todesrate relativ hoch liegt, das interessiert ja auch anscheinend nur die wenigsten. Und viele sagen dann, wenn man so über das Coronavirus spricht, ist alles nur Panikmache. Ja, und was haben wir jetzt von der Panikmache? Leer gekaufte Läden. Denn die Leute wissen nicht, was sie glauben sollen. In der Presse steht erstmal das und dann ein paar Tage später steht irgendwas anderes. Die Leute sind einfach nur verunsichert. Und die Leute haben auch noch Angst, dass die von einer Quarantänemaßnahme betroffen sein werden. Ich gehöre auch dazu. Ich habe keine Angst vor dem Virus oder auch keine Angst vor dem Tod, falls ich durch das Coronavirus wirklich sterben sollte. Ich habe wirklich mehr Angst vor der Willkür der Behörden. Denn die Behörden sind, was das Coronavirus angeht, wirklich mehr als unterorganisiert.
Das heißt, jeder kann jederzeit von dem Coronavirus-Quarantäne betroffen sein. Egal, ob man das wirklich in sich trägt oder nicht. Auf einmal heißt es, oh, da gab es einen bestätigten Infizierten. Oh, der könnte mittlerweile mit den einen in Kontakt gewesen sein. Wenn auch nur für ein paar Sekunden. Oh, der Typ muss unbedingt in Quarantäne. Davor haben die Leute meiner Meinung nach sehr viel Angst. Dass sie einfach so 2 Wochen in ihrer Bude eingesperrt werden. Und deswegen haben wir auch die ganzen Hamsterkäufer. Denn die wissen nicht, was in einem Quarantänefalter einfach einen so erwartet. So, das war jetzt irgendwie meine Meinung zum Coronavirus. Irgendwie kommt mir das ein bisschen wirr vor, was ich alles so gesagt habe. Irgendwie kommt es mir auch so vor, dass ich da kaum einen Faden behalten habe, dass ich einfach so meine Gedanken einfach so rausgesprudelt habe. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mit dem Video anfangen. Ich werde es einfach trotzdem hochladen. Und wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal.